Heute bei uns in der Sendung. Die Regisseurin von Cigarette et Chocolat-Shows, Sophie Renn, ist zu Besuch. Außerdem war Außenreporterin Marie letzten Donnerstag beim Vortrag von Daniel Cohn-Bendit. Und Movie Markus erzählt uns, warum der Film Nelly für manche Zuschauer vielleicht ein bisschen zu hart ist. Und damit hallo zur heutigen Studiosendung. Es ist schon die 5. Sendung jetzt hier bei Festival TV. Und hier erfahrt ihr alles rund um die französischen Filmtage 2016. Und ich sitze jetzt hier in Beos Bude. Herzlich willkommen, Therese. Danke, sehr schön hier. Ich war ja tatsächlich noch nie hier gesessen. Ja, ich freue mich, dass du jetzt mal hergekommen bist. Kann man aushalten. Ihr zu Hause, ihr könnt ja leider gerade gar nicht riechen, wie es hier duftet im Studio. Hat die Beo wieder hier schön was hergerichtet? Erzähl mal. Ja, ich habe zuallererst mal hier heiße Schokolade für dich und mich, denn draußen ist es jetzt auch schon ein bisschen kalt, es ist nicht so gemütlich und drinnen dann einfach mal eine heiße Schokolade und dazu als Snack ganz verschiedene Schokoriegel und sehr ganz schön wichtig, ja, danke schön. Und auch wieder dazu Träubchen, Vitamine braucht man ja auch. Ja, hast du recht. Wir haben ja heute, wie ich gerade schon angeteasert habe, die Sophie Renn hier im Studio. Die ist die Regisseurin von Cigarette et Chocolat Show. Ne? Chocolat Show. Also daher kommt hier unser Snack des Tages. Bild des Tages. Was haben wir denn hier? Ja, wir haben unsere Studio-Crew. Ne? Das ist hier unser wundervolles Team. Einmal schön vor die Linse gestellt und ja, leider sind heute die Azubis aus dem 3. Lehrjahr schon abgereist, weil die nämlich bald Prüfungen schreiben. Aber mal ein kleines Winke. Wir vermissen euch schon, aber wir kriegen es auch so ganz gut hin. Und dann haben wir hier noch unseren Hashtag des Tages. Artiparty. Ja, woher kommt das denn? Ja, heute ist bei uns wieder einiges los, denn wir sind natürlich, haben viel mit Kunst zu tun, Film, Kunst, es sind die französischen Filmtage und heute haben wir sogar Lyrik im Studio. Genau, es kommt nämlich noch ein Poetry Slammer für euch. Aber unsere Außenreporterin Marie, die war letzten Donnerstag beim Vortrag von Daniel Cohn-Bendit im Kupferbau. Und wer kennt Daniel Cohn-Bendit noch nicht, das ändern wir jetzt aber sofort. Er ist ein deutsch-französischer Publizist und Politiker bei den Grünen und er sprach so über die aktuelle Lage in Frankreich. Und unsere Außenreporterin Marie, die studiert Politikwissenschaft und die ist recht begeistert von seiner revolutionären Art und Weise. Und jetzt schauen wir doch mal, ob sie ihn vor die Kamera gebracht hat. Hier im Kupferbau hat gerade eine Diskussion mit Daniel Cohn-Bendit stattgefunden. Der war eine der Gesichter der 68er-Bewegung in Deutschland und auch in Frankreich. Und heute Abend hat er über seine Zukunftsvisionen für Europa gesprochen. Nationalstaatliches Denken, rechte Strömungen und der Einfluss der Kirche sind für Daniel Cohn-Bendit zentrale Herausforderungen der EU. Außerdem betonte er die Wichtigkeit einer von Europa begeisterten Jugend und hatte direkt Vorschläge zur Motivation. Zum Beispiel, indem mal Erasmus machen, indem sie die Möglichkeit haben, Europa zu entdecken. Und wenn sie Europa entdecken, dann kriegen sie auch Lust auf mehr Europa. Europa ist eine Utopie, ist eine sagenhafte Möglichkeit, unsere Zukunft anders zu gestalten. Und für die Gestaltung dieser Zukunft traut er der jungen Generation viel zu. Das Vorurteil, dass die heutige Jugend unpolitisch sei, kann Cohn-Bendit nicht unterschreiben. Ich glaube, es ist sogar schwieriger, heute jung zu sein als zu meiner Zeit, weil zu meiner Zeit konnte man jeden Unsinn behaupten. Das ist für euch schwieriger. Ihr seid nicht unpolitisch. Ihr seid anders bewusst, aber nicht unpolitisch. Ich mache allen Studenten einen Vorschlag. Schaut euch den Film Außer Atem an. Das ist der größte Film der Filmgeschichte. Dankeschön. So, der Paris-Korrespondent Joti steht hier wieder neben mir. Ja, hallo. Mit unserem Gast. Hier erstmal eine kleine Schoki, Schokolachou. Dankeschön. Wie es in dem Film auch erwähnt wird. Genau, also hier steht Joti und unser Gast Sophie Renn. Sie ist Regisseurin von dem Film Cigarette et Chocolachou und César-Preisträgerin. Und bevor ihr beiden jetzt auch ins Gespräch übergeht, schauen wir doch erstmal in den Film rein Cigarette et Chocolachou. Sophie. Je compte sur vous. Hein.
J'ai pas de café, mais si vous voulez un chocolat... Non, non, merci, ça ira. Je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière. Denis, il est trop cool. C'est trop un hacker. Il pirate les tickets de zoo, de ciné. Comme ça, on peut y aller même quand on a plus de sous. Le matin, quand on est fatigué, bah, il nous laisse dormir, même si on a un contrôle. Et si on fait pas trop de bruit, dimanche matin, au petit déjeuner, il nous emmène au roi de la frite. Cool. Allez, Amma. On travaille dans une animalerie la nuit, au noir, comme il dit. Ça peut être facile de bosser sans rien voir, tu trouves pas? Ja, und ich freue mich jetzt sehr, Sophie nochmal begrüßen zu dürfen. Danke, dass du heute gekommen bist. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Du hast ja, es ist ja dein erster langer Film, also dein erster Spielfilm, dieser Film. Und davor warst du ja Cutterin. Wie kommt man eigentlich dazu, dann auf einmal einen Spielfilm zu machen? Hattest du keine Lust mehr auf die anderen Regisseure? Alors au début, tu étais une monteuse. Et après, tu as fait ton premier long métrage. Comment ça? Est-ce que tu en étais marre des autres réalisateurs? Pas du tout. Moi, je suis toujours monteuse. Je monte un film en ce moment. Et c'est une productrice avec qui je travaillais en montage qui m'a dit, viens, on va faire un film ensemble. Donc, j'ai continué de monter, j'ai écrit en même temps. Je me suis arrêtée pour le tournage et je repars en montage parce que j'adore le montage. Ah, also sie ist leidenschaftliche Cutterin und cuttet immer noch gerade an einem Film, auch ganz aktuell. Und es war eine Produzentin, die sie auf die Idee gebracht hat, mit ihr zusammen einen Film zu machen. Und dann hat sie gesagt, klar, wieso nicht, mache ich gerne. Aber sie ist trotzdem leidenschaftliche Cutterin und macht das immer noch sehr, sehr gerne. Dans le film parle d'un père qui a une petite famille. La mère, elle est morte, donc le père s'occupe des deux fils. Est-ce qu'il y a une connexion avec ta propre famille ou... Alors moi, ouais, moi c'est le départ du film est autobiographique, mais j'étais beaucoup plus âgée quand ma maman est décédée que les filles dans le film, mais on a été élevés par un papa, donc le début de l'histoire c'est autobiographique, ouais. Also der Film ist autobiografisch in einer gewissen Weise. Also sie, die Frage war, ob sie den, ob sie eine persönliche Beziehung zu den Protagonisten im Film hat. Und sie ist auch wie eines der Kinder im Film ein Kind gewesen, das einen alleinerziehenden Vater hatte und wo die Mutter gestorben war. Aber allerdings etwas später als bei den Kindern im Film das der Fall ist. Dans le film, il y a le petit qui est malade. Il a la maladie de Gilles de la Tourette. Et pourquoi vous avez choisi cette maladie? Also die Frage ist, im Film hat der kleine Junge das Tourette-Syndrom. Warum gerade das Tourette-Syndrom? Was hat sie in dieser Krankheit fasziniert? Tourette, dans le film, ce n'est pas le sujet principal. On parle de l'éducation, etc. Et en fait, moi, j'ai choisi ce sujet parce que j'avais rencontré un enfant qui avait Tourette et je me suis trouvée très, très proche de... En fait, c'est un syndrome qui fait qu'on a envie d'exploser et qu'on retient une espèce de colère qui sort malgré nous. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quoi. Also der Film handelt ja nicht vorrangig von dem Tourette-Syndrom, sondern sie persönlich kannte ein Kind mit Tourette-Syndrom und deswegen hat sie sich, also und sie war diesem Kind sehr nahe und deswegen hat sie sich entschieden, das als Thema zu nehmen, also nicht als Thema, sondern dem Kind dann diese Krankheit zu geben im Film, weil sie eben eine persönliche Beziehung zu dieser Krankheit aufgebaut hatte. Toi comme réalisatrice très jeune, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous recommander comme des étudiantes? Also so als junge Regisseurin oder als neue Regisseurin, gibt es irgendwas, was du uns als Studenten empfehlen könntest? Comment arriver à réaliser, par exemple? Comment arriver à... Eh bien, moi, je crois que la plus belle des voies, c'est vraiment le montage. Je crois qu'on apprend plein de choses en montage et qu'on veuille rester monteur ou réalisateur, c'est par là que ça passe, quoi. On voit tout à cet endroit-là. Ich denke, es ist eine sehr gute Schule, der Montage. Also vorrangig sollte man auf jeden Fall schneiden können. Also sie, wie gesagt, klassische Cutterin. Man sollte das Handwerk des Schneidens beherrschen und dann kann man auch alles andere machen. Also dann kann man auch Regie machen oder auch Filme machen. Die Frage war, ob sie, was sie uns empfiehlt als Studenten, die wir jetzt gerade noch angehend sind. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci und, beaucoup de m'avoir invité. Merci. Wir genießen jetzt C'était noch ma première die, télé. Als Schokolade. Merci. Santé, comme on dit. Santé, voilà. Merci beaucoup. Und damit
gebe ich wieder an Theresa. Danke, Joti. Wir kommen jetzt nämlich direkt nochmal zu einem anderen Film, und zwar Nelly. Und der ist zusammengefasst wild, ziemlich erschreckend, aber auch unheimlich gut inszeniert. Und ich habe mich mit Markus, wie ihr es ja auch schon kennt, zu einem kleinen Schnack in den Ammerschlag, den wir gerade schon gesehen haben, zusammengesetzt. Und er hat mir mehr über den Film erzählt. Nelly. Ich heiße Markus. Nelly. Movie Markus heißt du, nicht Markus. Ja, was sagst du zu dem Film? Erster Eindruck. Ja, erster Eindruck. Auch krass. Wieder ein heftiges, ein krasses Stück Film. Ja. Eigentlich ist es ja so ein Biopic, also eine Biografie, ein biografisch angehauchter Film. Biopic. Genau, richtig. Mit fancy englischen Begriffen. Das erste Bild des Films ist eigentlich schon das Schlüsselbild. Und dann begibt man sich auf eine spannende Reise in die Seele dieser Hauptfigur, Nelly. Dieser Künstlername, also das Arcan, ist ans lateinische Arcanum, was Geheimnis bedeutet, angelehnt. Ey, ich habe keine Ahnung von Latein. Nee, ich hab's gelesen. Ja, aber also recherchiert. Ich hab's ein bisschen recherchiert, genau. Nicht schlecht. Und deswegen finde ich, ist eigentlich. Es von der Regisseurin, von Anne Aimant, wirklich ein sehr geschickter Schachzug. Ich glaube, wir befinden uns auf 3, 4, 5 verschiedenen Zeitebenen und versuchen so dieser Frau mosaikartig irgendwie so auf die Schliche zu kommen und diese Frau zu verstehen, was sie traumatisiert hat, wie sie zu dem geworden ist, was sie ist, zu einer brillanten Schriftstellerin, aber sie ist auch eine Prostituierte, sie hat als Escort-Service, als Escort-Dame gearbeitet. Ich glaube, für den Normalzuschauer vielleicht auch ein Stück weit echt zu heftig und ein bisschen zu schockierend. Was ist jetzt Realität und was ist Fiktion? Und das ist ja genau das, was die tatsächliche Nelly Arcan mit ihrer Literatur gemacht hat, weil auch das irgendwo so eine Autobiografie war und auch trotzdem wieder fiktionalisiert. Es ist auch teilweise formal echt brillant geschehen, also wie das auch mit Schärfeverlagerungen und so gemacht wird. Also für mich auch ein definitiv sehenswerter Film. Mich hat der Trailer auch überzeugt. So. Es sind auch wieder traumhaft schöne Bilder. Ja, also, und auf jeden was Fall. Man wirklich sagen muss, die Hauptdarstellerin geht bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Ja, darauf trinken wir erstmal. Da muss ich gestern schon was trinken. Oh Gott, was? Ich will es nicht wissen. Was? Köstlich, nicht wahr? Hier reicht ungefähr für 3 Videos. Zufall. Alles getan. Was empfehlen wir euch für heute Abend? Erstens ist Lionel Bayer hier in Tübingen. Ein großer Fokus dieser französischen Filmtage ist ja auch die Schweiz. Und er spricht eben in einer Gesprächsrunde über die Schweizer Filmkunst, über die Geschichte des Schweizer Filmes und über seine Sicht dem Film gegenüber. Als zweiten Punkt haben wir Salah Feast auf unserem Fahrplan des Tages. Und zwar im Institut Français in Stuttgart. Das ist ein sehr kontrovers diskutierter Film, also weil er ganz brutal und unverblümte Szenen zeigt. Das Einzige, was ich dazu sage, ist, der Hinweis auf der Website heißt Achtung, schockierende Bilder. Ja, also das könnt ihr euch überlegen. Und dann gibt es noch den Cineslam. Man könnte meinen, das ist ein Poetry Slam, ist aber nicht so. Es funktioniert aber nach einem gleichen Prinzip. Also das Publikum entscheidet am Ende, welcher Film ihnen am besten gefallen hat. Also eine Art Kurzfilmwettbewerb. Und Slam, sowas Ähnliches, haben wir jetzt hier auch gleich noch in der Sendung. Und zwar ist Till hier. Till Kernen. Seit 16 macht er schon Poetry Slam und ist eben auch Tübinger, kommt ursprünglich aus Ulm. Und sehr schön, dass du hier bist. Ich würde dich auf deinen Platz bitten und dann kannst du starten. Hallo. Kürzlich habe ich in einer meiner dunklen Stunden im Internet in einem Forum von Go Feminine gelesen. Und da stand, nicht der erste Kuss in einer Beziehung zählt, sondern der erste Furz voreinander. Was soll uns das sagen? Ich glaube, es heißt, wir machen einfach manchmal zu viel Wind um nichts. Und das gilt auch für uns Deutsche und Franzosen. Wir sollten uns endlich gegenseitig akzeptieren und uns selbst nicht so ernst nehmen. Kleinere Flatulenzen in Form von komischen Geschmacksangewohnheiten wie Saumägen oder Froschschenkel sind eigentlich nicht so schlimm. Mal ehrlich, wir sind doch alle ein bisschen komisch.
In Frankreich darf man laut Gesetz kein Schwein nach Napoleon benennen. Und außerdem gibt es in Paris nur ein einziges Stoppschild. Aber dafür ist es das meistbesuchte Land der Erde und es gibt dort den geilsten Wein. Und wir in Deutschland sind auch nicht viel besser. Wir feiern das Oktoberfest im September und es gibt eine offizielle Angela Merkel Barbie. Dafür sind wir das Land der Dichter und Denker und dank VW und BMW und Daimler auch das Land der Blinker und Lenker. In diesem Sinne, unser Bier ist auch recht passabel und wir sind auch ganz gut drauf. Also, nehmen wir uns gegenseitig nicht so ernst und besuchen uns gegenseitig. Manchmal können wir vielleicht auch unsere schönen Gemeinsamkeiten kombinieren. In diesem Sinne mache ich mir jetzt erstmal ein Croissant mit Sauerkraut. Vielen Dank. Danke, Till. Sehr schöner Slam. Dankeschön. So, und das war's dann quasi auch schon mit der heutigen Sendung, mit der 5. Studiosendung von Festival TV. Was machst du noch so Schönes heute Abend? Ja, also ich muss noch erzählen, ich habe mir gerade unsere Sendung parallel noch angeschaut, beziehungsweise schaue natürlich noch ein bisschen rein. Ah, okay. Ich sehe es ja noch nicht so gut von hier raus. Ich habe ja nicht die gleiche Sicht. Und ich muss sagen, Till hat schon einen Fan, Mona Lisa Muerte, sagt Till, cooler Typ. Ja, das ist ein cooler Typ, das kann man so sagen. Und unsere Zuschauer sind ein bisschen kritisch. Sie sagen, der Film, der empfohlen wurde von Count Bandit, ja, größter Film der Filmgeschichte, so, sagt Henning Schmitter. Da hat wer die Maßstäbe aber hochgesetzt. Surin Lama sagt, das stimmt ja wohl eher nicht, außer Atem ist okay, so ein bisschen. Naja, dann empfehlen wir euch also, dann fahrt lieber nach dem Fahrplan des Tages, den wir euch aufgestellt haben. So, und damit habe ich noch eine letzte Frage und die geht an den Herrn Palmer. Hatten Sie eigentlich schon mal Erfahrungen im Schauspielern? Da ich an der Waldorfschule war, habe ich in der 1., 3., 7., 8. und 12. Klasse auf der Bühne kleinere und größere Rollen ausgeübt. Meine größte war die des Holländer Michels im Kalten Herz von Wilhelm Hauff, sehr schwäbisch.